Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme im Himiontech-Kanal. Es geht weiter mit diesem neuen Unboxing-Video hier. Wir haben hier heute einen NZXT AR-RGB 120mm Lüfter vor uns. Und zwar ein Paket hier in einer rechteckigen Box von NZXT. Und darin befinden sich halt zwei Lüfter, jeweils 120mm, mit einer RGB-LED-Beleuchtung. Und hier nochmal ein Huey Plus Lüftersteuerung, beziehungsweise ja, also ob das eine Lüftersteuerung wirklich ist, wird sich ein Test auf jeden Fall zeigen, inwiefern sich die Lüfter damit steuern lassen oder lässt sich die Lüfter irgendwie anders steuern. Das kommt natürlich alles, wenn das Gamer-PC am Ende fertig ist. Damit kann man wohl die ganzen RGB-Beleuchtungen hier von diesen Lüftern steuern, und auch wenn man LED-Strips für ein Gehäuse kauft, dann kann man die auch wohl damit synchronisieren, sozusagen, damit die alle irgendwie gleich in Regenbogenfarben oder was auch immer in dieser einen Beleuchtung irgendwie leuchten können. Ja, deshalb der Controller noch dazu. Das ganze Paket hier kostet etwa 85 €. Es kann sich natürlich abweichen je nach Händler. Und ja, und die Lüfter gibt es so in etwa für 30 € pro Stück, wenn man es einzeln kauft. Lange geredet, packen wir das Ganze mal aus. Hier muss man erstmal so eine Sicherung entfernen, einmal durchschneiden, und dann kann man hier von dieser Seite und hier nochmal öffnen und das Ganze hier dann hochziehen. Genau, so öffnen, und danach kann man das hier wahrscheinlich irgendwie rausziehen. Oh fuck, falsche Seite. Okay, so geht's auch. So, jetzt. Okay, weiter ist nichts drin. Genau, drehen wir es mal so um. Also, was uns hier als erstes erscheint an der Box, ist natürlich der Controller hier, das gerade auch rausgefallen ist, und das ist auch wirklich was Kleines. Also vielleicht zum Vergleich ganz kurz mal, habe ich auch eigentlich hier eine SSD, also das ist eigentlich so fast so gleich oder gleich wie eine SSD, wie eine 2,5 Zoller SSD. Wenn wir das mal hier so übereinander stellen und wir sehen, es ist die gleiche Größe wie hier eine Samsung SSD, gerade 500 GB. Gibt auch ein Unboxing-Video dazu übrigens. Und ja, wie ihr seht, ist halt die gleiche Größe. Ja, coole Sache. Warum? Also, das kann man dann an einem NZXT-Gehäuse wie auch der H440, was ich mal hier vorgestellt habe, kann man anstatt der SSD, was man dort über dem Netzteil sozusagen verbauen kann, hier diesen Huey Plus Controller rein verbauen. Übrigens, was hier auch noch ist, ist halt hier dieser weiße Bereich, was man hier sehen kann. Und da wird auch eine Beleuchtung sein, eine weiße Beleuchtung, soweit ich weiß. Es leuchtet auch nochmal in LED-Farben. Und ja, also so viel erstmal zu diesem Controller hier. Was haben wir noch? Danach kann man das hier so einfach mal rausnehmen, denke ich. Oder nicht? Gibt es hier noch irgendwas? Ja, muss man halt einfach so alles, glaube ich, einfach mal so ausziehen. Okay, also hier hat man erstmal so eine gewisse Trennung gemacht. Hier auf der linken Seite Kabeln, also zum Anschließen zu der Steuerung, um Strombetrieb für die Lüfter, für den Huey Plus Adapter sozusagen. Auch hier nochmal Kabeln dabei. Und hier halt für die PWM-Lüfter. Achso, das sind die Kabel der PWM-Lüfter. Wenn wir das mal hier rausnehmen können. Ja, zum einen, und der andere ist natürlich auch noch drin. So, hier haben wir es zweimal dann vor uns. Was wir hier noch haben, ist halt noch so eine Bedienungsanleitung. Ja, die Lüfter gibt es übrigens in 120mm sowie auch in 140mm. Auch in RGB, gleiche Modell, halt ein bisschen größer. Genau, wenn wir es jetzt mal so nebeneinander stellen, dann kommt eigentlich aus der Verpackung diese zwei Lüfter und dieser Huey Plus Controller raus. Genau, hier haben wir die PWM-Lüfter. Das sind 4-Pin-Anschluss jeweils. Und ja, sieht auf jeden Fall ganz cool aus, wie ich finde. Und hier ist es halt der Bereich für die LEDs. Ich bin wirklich gespannt, wie die leuchten werden, wenn ich das Ganze angeschlossen habe. Übrigens möchte ich hier auch ein neues Gamer-PC-Projekt bekannt geben, beziehungsweise sogar zwei. Und es werden halt hintereinander demnächst Unboxing-Videos folgen von Komponenten, von neuen Komponenten. So wie zum Beispiel eine NZXT-Krakenwasserkühlung ist auch meiner
Liste dabei. So wie RGB, LED, RGB, RAMs und so weiter. Also neue Technologie auf jeden Fall. Vielleicht sogar auch Kaby Lake, also wer es auch mag. Also da ist wirklich demnächst viel los in meinem Kanal. Ja, das war's dann auch eigentlich mit diesem Unboxing-Video. Hier nochmal die Rückseite gezeigt. Und ja, und hier ist halt nochmal der Eingang hier an der Seite. Also es gibt zweimal davon, vielleicht sollte man das auch noch hier erwähnen. Also hier steht einmal in und out. Also was ich mir davon vorstellen kann, ist halt, dass hier ja so eine Verkabelung dabei waren. Und hier steht auch, wenn man, wenn ihr das jetzt hier so sieht, auch in und out. Und das ist wahrscheinlich auch, hat das Ganze hier mit diesem Huey Plus Controller zu tun, weil hier seht ihr auch ein paar Eingänge, ein USB, ein Strom und zwei extra 4-Pin-Anschlüsse. Also da ist wahrscheinlich auch das auf jeden Fall was dabei. Ja, genau. Das war's dann auch eigentlich mit diesem Unboxing-Video hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme hier im Tech-Kanal. Auf Wiedersehen.